Hallo Freunde und herzlich willkommen zu einem neuen Let's Play von Anno 1800. Ja, ich habe sehr lange nicht mehr aufgenommen. Kam mir ein bisschen was dazwischen. Und freue mich, dass ich jetzt endlich wieder aufnehmen kann. Und würde auch gleich mal mit Anno anfangen. Und ja, Anno ist sowieso eins meiner Lieblingsspiele. Habe ich schon damals gerne gespielt, 1602, 1503 und 1404 habe ich gespielt. Und jetzt spielen wir 1800. Ich finde eher die älteren Versionen sozusagen, also die, die in der Vergangenheit sozusagen spielen, besser als die, die zukünftig passieren, so 2070 oder sowas. Hat mich gar nicht interessiert, so wirklich, aber 1800 ist schon wieder so ein Spiel, wo ich sagen könnte, ja, das auf jeden Fall. Und quatschen wir nicht lange, sondern klicken mal, um das Spiel zu beginnen. So. Ich werde hier erstmal das hier machen. Dann werde ich das hier machen. So. Hat keiner gesehen. Ja, dann würde ich sagen, werde ich einfach mal ein neues Spiel starten. Und wir spielen Kampagne. Und ich benutze mal mehr Hilfe für viele, die das halt jetzt zum ersten Mal schauen oder Anno überhaupt zum ersten Mal spielen oder schauen wollen. Werde ich die Hilfe anlassen, die komplette. Weil es für mich auch mal erfahrenswert ist, zu sehen, was die so für Tipps und Tricks geben. Und ja, deswegen mache ich halt mal mehr Hilfe. So, fortsetzen. Jetzt brauchen wir noch ein Porträt. Da würde ich sagen, nehmen wir den hier. Das Wappen ist, ja, nehmen wir das und dunkelblau. Nehmen wir so. Passt. Ichi Schnipfi, alles klar. Schöner Name. Nein. Wir bleiben bei dem Namen. Soll ja reichen, ne? Ja, und ich werde auf Normal spielen. Fortgeschritten und Experte gibt es zwar auch noch, aber ich möchte halt von Anfang an, von Anfang an Normal spielen erstmal. So. Ja, um erstmal reinzukommen, weil es ist halt doch wieder eine andere Version von Anno. Und man muss erstmal gucken, wie man hier zurande kommt. So, hier kann man auch Benutzer definiert machen. Die Einstellung also anpassen, dass man zum Beispiel jetzt, sage ich mal, 75.000 Startkapital hat, aber kleine Inseln und vielleicht reiche Erzvorkommen und mittlere Fruchtbarkeit oder sowas. Und ja. So. Dann würde ich sagen, starten wir das Spiel, machen wir normal und los geht's. Jean Lafortune ist einem Leben in Sklaverei entkommen und wurde zum Anführer einer neu gegründeten Nation auf einer Insel, die sein Volk High Mountain nennt. Aber sein Volk kann nicht darauf hoffen zu wachsen, solange das Empire seine Unabhängigkeit nicht anerkennt. Mit nur wenigen Verbündeten scheint. Also bei der Text ist ganz schnell weg. Naja, ist auch nicht so schlimm. Jetzt geht's los. So, gehen wir mal zum Leuchtturm. Da ist Dynamit.
Dankeschön. So, Feuer frei. Ja, der schmeckt auch immer noch am besten. Doch, schmeckt immer noch am besten. Das ist aber nett von dir. Bitteschön. Was? Wollt ihr mich loswerden? Kann ja nicht sein. Boah, ich liebe diese Grafik. Die ist so hammergeil. Das ist eine super Metapher. Und dann schippern wir mal los. Bin schon gleich da. Bin unterwegs. Schöpper, schöpper, schöpper. Plätscher, plätscher. Ist aber ganz schön schnell unterwegs, das Schiffchen. Ja, das schöne Industrieviertel, wo man schön leben kann. Das sieht super aus. Weil es viel bequemer ist. Sieht auch schön aus hier mit der Kirche und der Friedhof. Ist super schön gemacht, detailgetreu. Nö, mach ich nicht. Ich werde dir sowas von den Arsch versohlen. Das ist schön. Na, ist das schön. Und eine schöne neue Insel. Ja, natürlich. Kuschelig, ruhig ist es immer schön. Kapitel 1: Eine Geschichte zweier Brüder.
Dann wollen wir doch mal. Was, du bist immer noch hier? Versuchst du mir Konkurrenz zu machen auf diesem verwaisten Island? Ja, natürlich. Lass Onkel Edward ruhig spotten. Ja, die Insel ist heruntergekommen. Wenn du Vaters Geschäft im Blick hast, siehst du auch, was hier alles möglich wäre. Hier ist sehr viel möglich. Das mache ich. Wir brauchen jede helfende Hand, wenn wir all den Schutt hier abtragen wollen. Dann bauen wir erstmal einen Marktplatz. So, bauen wir den am besten hin. So, so, immer so. So, jetzt eine Straße. Das machen wir immer so. Und ich mache mal einmal rundherum um den Marktplatz, die Straße. Obwohl, wie ziehen wir denn die Straße lang? Ich würde sagen, ich ziehe die einfach mal so lang. Okay, das passt nicht. Das geht. Dann mache ich das so. Dann mache ich das noch. Ja. Ein bisschen von beiden. Das ist aber sehr nett von dir. Dieser geizige, herzlose Bastard. Der Vater am liebsten irgendwo im Wald verscharrt. So, Straßen haben wir. Und da. So, jetzt brauchen wir noch ein paar Leute. Dreißig haben wir ja schon mal. Ja, kommt schon noch. So, da ist das Lagerhaus auf jeden Fall. Ich werde mal hier kurz rüberziehen einmal. Sieh nur, was für üble Verleumdungen Edward auf Bright Sands drucken lässt. Das sind Samuels Erbe, oder? Gott sei Dank. Glauben Sie mir, ich bereue jedes einzelne Wort, das ich Ja, sieht auch nicht sehr super aus. Sehr schön. Na. Das können wir wieder reinwaschen alles. So. Lass uns alle Bewohner versammeln und sie bitten, diese Siedlung wieder in Stand zu setzen. Machen wir. Es lindert den Schmerz, wenn so. Wir schon einen sind, nicht wahr? Ja, das auf jeden Fall. Es war ein langer, harter Tag. Wir müssen uns um all die hungrigen Leute hier kümmern. Machen wir. Ich mach noch schnell hier die Heushalle.
bauen. So. Uns gehen die Bretter aus. Ja. Doch es lagern noch welche in den Ruinen hier. Am besten du siehst dort mal nach. Ich gucke in jeder Ruine nach, die hier noch rumsteht. So. Hier haben wir überall noch Ruinen, die wir abreißen können. Das kriegen wir auch weg. Das, das und das. Und das. Das noch nicht. Das auch noch nicht. So, her damit. Her damit. Her damit. Her damit. So. Das kriegen wir auch noch nicht. Aber jetzt haben wir auf jeden Fall ein paar Bretterchen wieder. Unser Lager ist voll. So. Die Felder bestellen sich nicht von alleine. Ja, das ist richtig. Macht mal in Ruhe, ihr habt Zeit. So. Jetzt brauchen wir erstmal noch ein paar Bauern. Ich zoome mal ein bisschen ran. Dahin gemacht, ist ja nicht so schlimm. So. Das reicht erstmal. Dies reicht erstmal. So. Bretter haben wir gut was da. Fische kommen auch langsam. So. Es sind genug Hände, um auch die größeren Ruinen abzutragen. Lass uns diesem Ort ein wenig Leben geben. Schnaps, ich brauch Schnaps. Alkohol. Ja, am besten schön mit Alkohol. Aber erst brauche ich ein bisschen Schafswolle. Auch noch. Zack. Jetzt kommen noch die Felder. Warum? Zufrieden. Warum? Da fehlt Material. Ein Blick in die Gesichter deiner Leute sagt alles. Unorte. Ja, passt schon. Das hier wird auch bald weg sein. Von daher passt das schon. So. Jetzt brauche ich erstmal Kartoffeln. Der macht dann hier weiter.
So. Dann machen wir hier nochmal einen hin. Dann haben wir auf jeden Fall genug Kartoffeln da. So. Dann machen wir 1 und 2. Und ein Lagerhaus ist auch dabei. Okay, Bauern fehlen. Das ist kein Problem. So. Dann bauen wir noch ein paar Bauernhäuser hier hin. Wir bauen eine Feuerwehr dorthin.